Hallo und herzlich willkommen zu Bildungsspirit Kurzimpulse. Heute zu einer neuen Folge mit dem Thema Eichhörnchen brauchen eine sichere Höhle. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und heute erwarten dich 4 Punkte rund um das Thema, was braucht dein Eichhörnchen oder deine Eichhörnchen in deiner Klasse. Punkt 1 ist der Rahmen mal wieder. Ein Eichhörnchen mag es, einen klaren, sicheren Rahmen zu haben. Das bietet ihm eine sichere Höhle. Dabei sind ihm Strukturen und Strukturrituale, also wie ist der Tagesablauf, wie ist der Stundenablauf und ganz klare Strukturrituale da einzubauen, das liebt dein Eichhörnchen. Da gehen Eichhörnchenherzen auf. Und Eichhörnchen fordern das auch von anderen ein, dass dieser Rahmen genau so eingehalten wird. Was manchmal zu Konflikten führt, ist, dass ein Eichhörnchen so eine eigene Struktur hat, wie die Ordnung und der Ablauf zu sein hat. Und wenn der dann nicht mit den Abläufen der anderen übereinstimmt, kann es schon mal zu größeren Konflikten geben, so dass die Eichhörnchen sagen, nein, ich muss das erst zu Ende machen und dann kann ich erst das andere machen. Also wenn du sowas mal beobachtet hast, das war eins deiner Eichhörnchen. Punkt Nummer 2. Einzelarbeit, Gruppenarbeit. Ein Eichhörnchen mag es lieber in der Einzelarbeit. Zu viele Menschen um es herum verunsichern ihn, das sind viel zu viele Eindrücke. Am liebsten arbeitet es für sich alleine. In einer Gruppe beobachtet es lieber und ist nicht die Person, die also ständig, ist nicht die Person, die aktiv sich ständig beteiligt, sondern eher mal abwartend am Rand steht und so ein bisschen misstrauisch beobachtet dabei. Einem Eichhörnchen tust du einen großen Gefallen, wenn du sagst zum Beispiel, du darfst gerne alleine hier in der Klasse spielen. Ein bisschen lieben Eichhörnchen, die fühlen sich gar nicht einsam, die sagen, endlich habe ich mal meine Ruhe. Ja? Also da kannst du Eichhörnchen sehr unterstützen. Manche Eichhörnchen bauen auch so Tornister und Abgrenzungen um ihren Platz, sodass keiner da reinguckt. Das ist auch wieder dieser Höhlenbau. Punkt 3, Anerkennung und Lob. Eichhörnchen sind sehr genau in ihrer Arbeit und identifizieren sich sehr mit dem, was sie erzeugen. Und wenn du ein Eichhörnchen kritisierst, musst du das sehr behutsam und zaghaft machen. Eichhörnchen verfallen schnell in einen starren Modus und fühlen sich unter Druck gesetzt. Am besten ist es auch so, dass du eher die Arbeit eines Eichhörnchens lobst, also du hast eine sehr schöne Schrift, das hast du sehr ordentlich gemacht oder mir gefällt besonders gut, dass du das so und so gemacht hast, als das Eichhörnchen persönlich zu loben. Das ist ihm viel zu nah. Das ist so ein bisschen, das Eichhörnchen streicheln ist nicht so schön, aber dem Eichhörnchen Nüsse hinlegen, das geht. So kannst du dir das vorstellen. Und Punkt 4 ist, Eichhörnchen brauchen viel Zeit, um anderen Menschen zu vertrauen. Das heißt, sie sind eher so misstrauisch und testen auch manchmal, ob sie dir vertrauen können. Mir passiert das oft, wenn ich dann neu in so Klassen bin, dass wenn ich herumgehe und jedem Kind die Hand gebe morgens, dass so ein Eichhörnchen, was vielleicht auch schon so ein bisschen schlechte Erfahrungen gemacht hat mit uns Erwachsenen, mir erstmal gar nicht die Hand gibt, sondern eher so auf meine Hand guckt, hochguckt und gar nichts sagt, gar nicht reagiert darauf. Das ist schon so ein kleiner Test. Ist das jetzt so ein Manipulationsversuch, dass ich funktioniere oder warum kommt die da jetzt gerade zu mir? Es wird alles eher so misstrauisch hinterfragt. Und deswegen reagiere ich in dem Moment, wenn ich die Hand hinhalte und das Kind eher sowas macht und mich so beobachtet, ganz freundlich und sage, ich bin die Frau Krebs, wir arbeiten heute, ich freue mich schon. Und dann merkt das Kind, dass die eigene Grenze und Struktur erstmal gewahrt wird und dass es in Ordnung ist, dass es dir nicht um den Gehorsam geht, dass es dir nicht um eine Manipulation und einen Trick geht. Gib den Eichhörnchen also ein bisschen Zeit, und ihr Misstrauen abzubauen. Und dafür, klar, sei verlässlich und ruhig. Zu viele Emotionen verunsichern nämlich dein Eichhörnchen und dann hoppelt es schnell auf den Baum und ist weg. Und Eichhörnchen machen das ganz gerne, indem sie in so eine Verweigerungshaltung rutschen. Das kennst du vielleicht auch, dieses so, ich bin nicht mehr da.
Okay, ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen für die Eichhörnchen in deiner Klasse. Und ich freue mich sehr über deine Kommentare, die du gerne hier unten reinschreiben kannst. Wenn dir das Video gefallen hat, dann like es doch bitte, teile es mit Menschen, die es interessieren könnte und abonniere auch gerne meinen Kanal. Ich freue mich, von dir zu hören und wir sehen uns vielleicht nächste Woche wieder. Es würde mich freuen. Tschüss, deine Simone.